Hallo liebe Freunde und willkommen auf meinem Kanal. Eigentlich sollte es heute um Ameisen gehen, aber wie ihr seht, jemand anderes hat eine andere Meinung und muss hier erst mal gucken, was ich hier alles aufgebaut habe. Das ist nämlich gleichzeitig mein neues Filmstudio und alles ist anders, der Tisch ist neu und es war klar, dass das natürlich angeguckt werden und begutachtet werden muss. Aber eigentlich soll es gar nicht um Katzen gehen. Es sollen auch keine Katzenbilder gezeigt werden. Das passiert hier einfach automatisch. Hier ist auch alles voller Katzenhaare. Kann man gar nichts machen. Na gut, worum soll es gehen? Es soll um Ameisen gehen. Es soll um Anfängerameisen gehen. Ich bin nämlich selbst Anfänger. Und daher habe ich mir die zwei Arten Lasius niger und Mesobarbarus ausgesucht. Habe für jede Art Formikarien zur Verfügung und das Lasius niger Formikarium ist jetzt diese Woche gekommen und während hier das Filmstudio aufgebaut wurde, war auch die Idee, als eines meiner ersten Videos sollte es ein Lasius niger Unboxing geben. Also das Formikarium soll eingerichtet werden. Ich habe die Königin schon da. Die Königin hat 25 bis 50 Arbeiterinnen. Das werden wir uns dann im Detail auch noch anschauen, wie viel es dann wirklich sind. Ich habe eine neue Kameraausrüstung. Wir können Makrofotografie machen. Und ich werde, wie gesagt, jetzt als erstes mal unter den Tisch greifen. Und schon sehen wir hier ein Formikarium noch völlig verpackt vom Enstor, den die meisten wahrscheinlich auch kennen, die sich mit Ameisen in Europa beschäftigen. Und die Katze lassen wir jetzt einfach mal Katze sein. Macht sie sowieso. Und öffnen jetzt hier mal unser Paket und schauen mal, was wir hier haben. Ich weiß, was ich habe, was ich bestellt habe. Ich weiß, dass da wieder ganz, ganz viel Verpackungsmaterial drin ist. Da werde ich jetzt vielleicht auch erstmal wieder eine Tüte organisieren und das entsorgen. Das Messer brauchen wir erstmal nicht mehr. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das Ganze, den Inhalt hier schon mal auf dem Tisch verbreitet habe und wir uns das dann genauer anschauen können. So, wie gesagt, Verpackungsmaterial habe ich jetzt entsorgt, Karton ausgepackt und übrig bleibt dieses immer noch verpackte Formikarium. Wie man vielleicht sehen kann, das ist das 20x20M Starter Set. Und dann machen wir jetzt mal hier den Rest mit der Entschuldigung, falls das jetzt ein bisschen laut wird. Noch mal einmal kurz hier die letzten Streifen. Moment, ich habe da noch mein Taschenmesser hier. Das ist aber nicht so laut. Schon mal der Deckel. Da kann man nicht gut sehen. Gut, kommen wir gleich zu. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ah, okay. Ich hatte mich schon gewundert, wo das ist, aber doch alles da. Alles klar. Wer Gummibärchen mag, die sind auch jedes Mal dabei. Da freue ich mich auch jedes Mal drüber. So, machen wir hier alles noch mal ein bisschen weg. Das war, muss ich dazu sagen, ein anderes, ein größeres Trinknäpfchen, Wassernäpfchen. Dann habe ich noch mal einen LED-Licht dazu gekauft und die Halterung. Ich packe das schon mal kurz aus, lege es aber vorerst noch mal hier ins Regal. Da beschäftigen wir uns dann auch später mit.
Einfach nur, um schon mal zu prüfen, dass alles, was wir bestellt haben, auch vorhanden ist. So, unser LED-Licht. In den heutigen Zeiten immer schön energiesparsam sein. Möglichst wenig Energie verballern. Den Boden räumen wir später auf. Aber die Katze ist schon wieder am Gucken. Also die kontrolliert immer, was wir hier machen. So, Bodengrund, Sand, Lehm, wusste ich aber, weil Lasus Niger. Das heißt, auch hier alles wie bestellt. Vielen Dank für meine Bestellung. Ja, super. Was ist das hier? So, hier haben wir unser klassisches Zubehör. Das habe ich aber größtenteils auch schon bei den Nessauber Baus dabei gehabt. Gehen wir schnell darauf ein. Den werde ich auch nicht benutzen, den Schwamm. Den braucht man, um später hier oben das Ameisen, also das Ausbruchsöl, Schutzöl anzubringen. Hier nochmal eine kleine Pipette, sterile Einwegpinzette. Die berühmte Pipette. Für Anfeuchten vom Nest oder so. Was haben wir noch? Futternapf. Noch ein Futternapf. Das ist der, wo man so Proteinfutter und so weiter drauflegt. Das heißt, den können wir schon mal draußen lassen. Das wird unser... Na, wo ist er? Ist das doch der hier? Ah ja. Genau. So, dann ist das der Wassernapf. Den füllen wir auch gleich. Vielleicht hinter meinem schwarzen T-Shirt, weil es Hintergrund ist, das besser. Wassernapf haben wir. Futternapf haben wir. Die Lasus Niger frisst ja in der Natur, erntet die ja von Blattläusen den Honigtau. Und deswegen kann man die auch mit Honiglösung füttern. Was haben wir hier? Das ist Ausbruchsschutzöl. Da habe ich aber eben irgendwo noch ein offenes. Dann werde ich natürlich das erstmal benutzen. Gucken wir kurz. Genau, Ausbruchsschutzöl von den Nessauber Barbarus. Dann lassen wir das geschlossen. Packen das in unsere blaue Box. Da habe ich so mein ganzes Zubehör drin für die Ameisen. Und dann ja die Lupe. Ups, nee, das sind die Stöpsel oben für das Deckelglas. Und die Lupe habe ich hier auch noch mal als von den Messer Barbarus. Das heißt, die lasse ich jetzt auch in Ruhe. So, dann haben wir, das sind die Stopfen. Ah, ich habe mich schon gerade gewundert. Wir haben ja hier überall in dem Glas, ich zeig's mal kurz, so hier, haben wir ja diese Öffnungen. Und da kommen jetzt später dann diese Stopfen rein. Ich kann das jetzt schon machen, weil ich bei diesem Formicarium nicht vorhabe, das erstmal zu erweitern. Das heißt, das wird jetzt wirklich mit dieser Kolonie erstmal ein kleines Formicarium bleiben. Alles, was ich jetzt hier, wie gesagt, nicht brauche, Pipette kann ich mal da lassen, aber hier die sterile Einwegpinzette und das habe ich ja auch schon in Benutzung. Die lasse ich also, weil ich die vielleicht später noch mal braucht, wenn die anderen kaputt sind oder sonst was, kommen also auch hier in mein kleines Regal, wo ich ein bisschen Platz gemacht habe. Ameisen brauchen ja zum Glück nicht sehr viel Platz. Zwei Regalfächer habe ich jetzt hier, das sind so Standardregale. Was haben wir denn da? 50 x 30 cm oder so vielleicht. Wir gucken uns das später noch mal an. Aber blöde Zettel kann auch weg und das Ding kann auch weg. So,
Gut, damit haben wir im Prinzip schon, hier sind zwei Stopfen drauf. Und jetzt können wir direkt mit der Befüllung beginnen. Ich habe hier noch, hab ich bestimmt noch einen kleinen Schwamm, mit dem ich das Material dann verteilen kann, aber scheinbar doch nicht. Gucke ich gleich, habe ich bestimmt. So, eng bepackt oder doch verklebt? Bin mir gerade nicht sicher. Sieht aus wie ein Klippverschluss, aber wieso kriege ich den jetzt nicht auf? Können meine Fingernägel wieder nichts? Weiß ich nicht. Nee, das sieht so aus. Hier sind so kleine Ösen, als wenn man den aufreißen müsste. Na, gucken wir mal. Mal schon. Komisch. Ja, das sind eben die Unterschiede, wenn man das tatsächlich als Laie zum ersten Mal macht und nicht die Endstore-Profis, die das ja den ganzen Tag machen und ja, genau wissen und alles für sich schön vorbereiten, sieht das bei denen viel einfacher aus. So, wir halten uns aber mehr oder weniger an die Anleitung. Moment, der hat das so geschickt gemacht mit einem Blatt Papier. So was haben wir natürlich hier auch. Ja. So, Keyboard-Grifftabelle brauchen wir jetzt gerade nicht. Und dann füllen wir hier so, mache ich das jetzt mal. Das sieht doch gut aus. Jawohl. So, kann man das erkennen? Ich hoffe. Na, müssen wir ihn erstmal ein bisschen. Ah, es funktioniert. Also ich will jetzt erstmal nur das Nest befüllen, also den hinteren Teil. Da kommt dann auch gleich noch ein bisschen das jetzt hier ins Innere schon ein bisschen was reingefallen ist. Das interessiert mich nicht. Ah, jetzt versaue ich hier noch den Tisch. Da wird man dann wieder zu optimistisch. Das ist aber auch normal. So, jetzt gucken wir noch mal. Wie komme ich da rein? Vielleicht mit einer CD-Hülle. Das sieht doch vielversprechend aus. Ja. Ne, passt nicht. Eins kleiner. So einer hier. Ziemlich staubig. Heieiei. Das fällt mir hier noch alles auseinander. Egal. Kriegen das hin. Na, siehst du, das passt doch. So, und da können wir schön die Erde nach unten andrücken. So, nächste Runde. Weitermachen. Also, kann man sehen, ne? Ja. Läuft. So, wie gesagt, ich bin jetzt hier ein bisschen schludrig, weil ich muss ja eh noch innen drin das, die Arena befüllen. Das heißt, was jetzt hier rüberfällt an Sand, ist dann auch schon so ein bisschen
später mein Arena-Bodengrund. Und jetzt gehen wir hier noch mal kurz mit der CD durch. Aber dann sehen wir, das Nest wird so langsam. Jetzt habe ich eine Sache vergessen, die wollte ich vorhin schon machen. Aber wir können hier schon mal ein bisschen befeuchten. Also das mache ich jetzt nicht mit der Pipette. Da muss ich wirklich mal ein bisschen Feuchtigkeit reinkriegen. Da habe ich mir meine Spritzflasche für besorgt. So. Und jetzt noch mal ein bisschen hier nachschieben. Das Nest so gut wie befüllt. Das drücken wir gleich noch ein bisschen fester. Na. Und bevor wir jetzt hier weitermachen können, muss ich doch noch mal kurz einen Schwamm besorgen. Einen Moment. Ich habe jetzt inzwischen den Schwamm besorgt. Und kann damit jetzt hier auch noch mal so ein bisschen oben die Erde abnehmen. Ja. Ist das Nest jetzt weit bis oben gefüllt. Noch mal kurz die CD. Ja. Ein Zentimeterchen geht noch. Dass jetzt hier so ein paar natürliche Kammern geblieben sind, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Das wird man ja in der Natur auch haben, dass die Erde nicht immer komplett gestampft ist, sondern es eben auch schon mal so kleine Kammern gibt. Und da wir ja das als Nest benutzen wollen, finde ich das in Ordnung, wenn da ein bisschen, ja, schon mal Platz für die zukünftigen Larven oder was auch immer ist. So, und mal kurze Qualitätskontrolle, also hier ist ein bisschen Erde dazwischen gefallen, aber das ist wie gesagt das, was wir jetzt hier mit dem Schwamm schon mal verteilen. Wir halten uns natürlich daran, dass wir hier eher so 1 bis 2 mm nur an dieser Sand-Lehmmischung haben wollen, damit die Tiere sich im Inneren des Formikariums innerhalb der Arena nicht eingraben können. Und das war jetzt vielleicht, wenn ihr das mal nachmachen müsst. Nee, das ist gar nicht. Also hier innen, der Sand ist gar nicht nass. Ich habe gerade gedacht, ich hätte das gewässert und hätte jetzt hier Probleme. Ich glaube, das ist tatsächlich diese Konsistenz von diesem Lehm. So, da brauche ich aber auf jeden Fall noch. Das ist noch nicht genug. Und hier oben können wir ja auch noch ein bisschen reinmachen. Ja, vielleicht schneide ich auch manche Sachen später raus. Ich muss ja dann nicht alles immer zeigen. Aber da ich jetzt gerade eh die Hände nicht frei habe, nehme ich zumindest mal die gesamte Befüllung mehr oder weniger in einem Stück auf und gucken dann später, was dann übrig bleibt und veröffentlicht wird. Dafür kann man ja Videos schneiden. So, ein bisschen hier noch. Check, 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 check. Nochmal die CD. Da bin ich jetzt mit der Befüllung des Nestes eigentlich soweit zufrieden. Das ging gut auf und ist auch relativ fest. So,
vielleicht kann ich mit der CD das auch. Ah, das ist gar nicht so schlecht, genau. Man kann das hier auch schon mal so ein bisschen vorbereiten. Okay, das ist. Das ist eine gute Sache. Okay, das funktioniert gut. So langsam, dann kann man ja vielleicht noch mal für die von euch, die das jetzt noch nicht so ganz wissen, ein bisschen was zu Lasius niger erzählen. Also die Lasius niger ist eine der häufigsten Ameisen hier bei uns in Mitteleuropa. Meine sind sogar tatsächlich Berlinerinnen. Das heißt, ich habe die auch beim Endstore bestellt. Und die haben die wohl selbst nachgezüchtet, nehme ich mal an. Aber eben die Lasius niger ist die, wenn man keine Ahnung hat und einfach nur irgendwo einen Weg lang geht und da laufen irgendwelche, keine Ahnung, 3 mm großen Arbeiterinnen rum, die schwarz sind, dann könnte das ganz gut sein, dass man da eine Kolonie Lasius niger gefunden hat. So. Jetzt noch mal ein bisschen hier mit dem Schwamm. Ein bisschen natürlicher als mit dieser CD. Ja, hier habe ich mir jetzt ein bisschen. Aber das kriegen wir alles hin. Also ist alles okay. Alles gut. Ein bisschen Sand, nassen Sand hier auf der Rückseite. Den wische ich hier gerade noch mal runter. So. Und dann würde ich sagen, darf ich vorstellen, Frau Katze, na, Qualitätssicherung, das ist ja klar, dass die dann vorbeikommt, wenn ich hier gerade fertig werde. Kann man dir helfen? Oder... Eher nicht. Tledermaus. Na gut. Lassen wir uns mal wieder nicht von der Katze ablenken. Die wird sowieso eh oft genug noch kommen. Wir machen jetzt hier noch mal ein bisschen so das Nest von oben sauber und dann auch das, was ich da ein bisschen rumgesifft habe mit dem Sand, kriege ich auf die Art und Weise jetzt auch weg. Kann man überhaupt noch was sehen? Nö. Nicht, wenn die Katze da rumrennt. So. Schreibtisch ist auch schön dreckig. Aber das ist jetzt schon mal unser Zwischenstand. Das heißt, vielleicht kann ich das noch mal ein bisschen so zeigen. Wir haben jetzt hier hinten unser Nest aufgefüllt. Das wird, sieht man auch an einem dunkelbraunen, langsam auch feucht, zieht sich voll. Und der Boden ist soweit, hat ein paar Tropfen Wasser abgekriegt. Aber das ist ja in Ordnung. So, jetzt mache ich erstmal hier alles wieder sauber. Und dann, ich muss hier immer auf meinem Handy, das ist mein Fernauslöser, also das ist auch noch nicht so optimal. Und da ist schon wieder die Katze. Also wir sehen uns wieder, wenn ich hier sauber gemacht habe. Und dann wird noch die Beleuchtung angebracht. Der Wassernapf, den kann ich jetzt schon mal füllen, bevor ich zurückkomme. Und dann sehen wir einfach mal weiter, wie es hier weitergeht. Oh. Der Tisch ist soweit erstmal wieder sauber. Ich habe schon mal im Moment, vielleicht besten so seitlich, den Wassernapf gefüllt. Und den werden wir schön hier vorne an den Rand packen. Da
dass man gut rankommt. Den Futternapf werde ich jetzt erstmal mit einem Proteinfutter, PP, füllen und dann mal gucken. Also ich habe gerade keine Honiglösung da, ich habe aber Honig da. Ich werde mir selbst ein bisschen Honiglösung herstellen, aber da eine neue Königin natürlich gerade massiv Eier produzieren muss, kriegt sie hier schon mal einen kleinen Start mit Proteinfutter. So, das ist ein bisschen, ja, holen wir ein bisschen mehr raus. So. Tja, Schweizer Taschenmesser braucht man immer. So, das war's mit dem Proteinfutter. Das packen wir hier auch schon mal rein. Dann hatten wir noch gesagt, wir brauchen unseren Ausbruchsschutz und unser kleines Schwämmchen. Das machen wir jetzt auch relativ ordentlich. Das hier wirklich, Lasius-Niger sind ja ziemlich kleine Viecherchen, dass die hier nichts haben, wo sie raus können. Also ich mache hier meistens schon so 2 cm ordentlich und dann sollte da nichts passieren. Ein bisschen mehr. Dann haben wir schon mal Ausbruchsschutz drauf. Oberhalb vom Nest mache ich auch ein bisschen mehr. Das ist da wirklich nicht da, wo sie rumlaufen später und graben und so. Vielleicht auch ihren Abfall hinbringen oder raustragen, dass da in diesen Ecken hier nichts passiert. So. Sieht ein bisschen schmierig aus, aber das zeigt mir zumindest, dass ich überall war. Und später beim Filmen kann ich dann ja gucken, dass ich diese Schmierbereiche mit dem Öl nicht so konzentriert drauf nehme und wir dann ordentliche Videoaufnahmen kriegen, egal was hier passiert. So, hier stört mich jetzt auch noch, dass hier so ein bisschen, ja, ist mir egal. Die sollen auch unten ein bisschen der Erde, kann auch ein bisschen feucht werden. Alles klar. So, Ausbruchsschutz, Futter, Wasser, Nest. Jetzt sind wir. Naja, machen sie jetzt fertig, das Formikarium erstmal. Jetzt kommen diese Fixierpunkte für die Abdeckung. Ja, da freue ich mich ja schon drauf. Die Abdeckung habe ich hier liegen. Und die kriege ich jetzt wie drauf? Ja, das ist jetzt so eine. Hatte ich das bei dem anderen auch? Ich erinnere mich gar nicht mehr. So, Fixierpunkte für die Abdeckung. Das ist ja wieder ein Spaß. Das ist auch eben das, was ich meine. Also die Jungs vom Endstore, die machen das halt täglich. Und wenn wir Anfänger das zum ersten Mal aufbauen, läuft man vielleicht in ganz andere Themen rein und Probleme rein als die Jungs. So, das scheint mir 4 Fixierpunkte, also wieder zack. Da kommen sie dann schon, okay. So, wie mache ich das jetzt am besten? Also, ich gucken, muss mir das jetzt hier so ein bisschen angucken.
So. Also ich habe jetzt hier ein bisschen rumgefummelt und habe es immerhin hingekriegt, dass die beiden, die vier Stöpsel so in den Ecken sind, dass, ja, hier ist vielleicht ein kleiner Spalt, aber es ist zumindest jetzt rutschsicher. Der Tisch ist hier, was rumwackelt, aber so einen halben Millimeter fehlt mir hier vielleicht. Egal. Also der Deckel ist drauf. Und Ausbruchschutz ist drauf. Dann kommt jetzt hier noch einer von den zwei Deckeln. Moment, wir machen das. So machen wir das. Nach hinten einen Deckel. Also eine Plastikabdeckung. Und hier vorne, weil wir wollen ja hier gucken, ist Wasser runtergelaufen, blöd. So. Ach so, ja. So, Strom nach hinten. Das Ganze schön gleichmäßig hier diesen Plastikring. Ja, das war's. So, jetzt ist die Beleuchtung definitiv hermetisch verriegelt. Und wir haben hier auch einen Lichtanschluss. Das können wir später noch ändern. Und dann brauchen wir noch die kleine LED. Da sehen wir auch, unsere Abdeckung hat schon alles funktioniert. Da ist schon wieder die Katze. Das war ja so klar. Also das wird hier, glaube ich, ein Dauerthema. Ne? Also dass ich hier nicht irgendwas filmen kann ohne Katze. Das heißt, ich werde natürlich nicht immer alles rausschneiden, nur weil da jetzt eine Katze rumspringt. Da wird man ja bekloppt bei, ne? Tja, mau. So. Ausbruchschutzhöhe können wir wieder wegpacken. Dann. Ach, das putzen wir gleich nochmal. So, damit wäre jetzt als allererstes mal unser Formicarium einsatzbereit. Ich muss mir jetzt hier noch irgendwie einen Strom hinlegen. Das ist das Regal, um das es dann geht. Wasser brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr. Das können wir wegmachen. Das Ding werde ich später befüllen. Da kommt nämlich noch Wolle rein. Die habe ich aber auch da. So, ein Taschenmesser brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Und dann sind wir fast soweit. Da muss ich aber alles umbauen und werden dann, wenn die Beleuchtung steht, vielleicht wir schon hier im Regal sind, dass die Kamera umbauen, dass wir hier reingucken und unsere Kolonien schon mal soweit haben. Oder vielleicht mache ich auch erstmal noch ein Video mit den Kolonien selbst. Da habe ich ja auch noch was vorbereitet. Ich habe ja Lasius Niger und Messer Barbarus da und wollte eigentlich, solange sie noch im Reagenzglas sind, die Zeit auch nutzen, um vielleicht mal ein paar Makroaufnahmen von Eiern, Larven, Arbeiterinnen, Königinnen, whatsoever machen, bevor sie dann hier in unserem frischen, aufgebauten Formicarium landen. Also, ja, das sieht wie gesagt jetzt soweit gut aus, das ist einsatzbereit und von daher würde ich sagen, sehen wir uns eher im nächsten Video, wo es dann um die Königin geht
Und im dritten Video von der Planung her würde ich dann die Lasius-Niger-Kolonie hier einbauen und wir haben dann halt etwas zum Spielen und zum Gucken. Gut. In diesem Sinne bedanke ich mich, wenn ihr durchgehalten habt bis hierher. Klar, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, ihr kennt das Ganze. Aber ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Björn. Tschüss.